Pater Pio sagte soeben, der Herr sei mit euch, erhob seine Hand, und wenn sie dahin geschaut haben, sahen sie deutlich den roten Fleck in der Handfläche, wo das Blut noch Blutkrusten die Hände bedecken, von außen und von innen. In dieser Messe konnte man noch ganz deutlich sehen, wie die Hände von Pater Pio immer bluten. Hier sehen wir etwas, auch das Blut auf den Händen. Hier sehen wir Pater Pio in einer anderen Aufnahme, die ich später gemacht habe, am 5. Mai 68. Da war noch weniger Blut da und wir konnten das mal gut sehen. Auch bei Pater Pio, wie hier beim Kruzifix, die Füße nicht nur durchblutet, sondern furchtbar geschwollen. Die Hände und Füße wie beim Gekreuzigten durchblutet. Hier sind wir beim Augenblick der Wandlung und da wird es etwas ruhiger.